Claude Monet gilt, und zwar vollkommen zu Recht, als der Parade-Impressionist. Es ist geradezu sein Prinzip, dass er mit seinem unbestechlichen Auge nur das malt, was er sieht. Und wir erwarten zu Recht, und das gilt für Jahrzehnte in seinem Schaffen, dass der Bildausschnitt in etwa dem entspricht, was das Sehfeld des Künstlers gesehen hat. Am Ende seines Lebens weicht er von diesem Prinzip ab. Und das finde ich ganz besonders faszinierend. Claude Monet hat sich in Giverny, etwa eine Stunde westlich von Paris, an der Seine gelegen, ein Haus errichtet. Einen Garten mit ganz japanischer Mode der Zeit entsprechender Brücke und einem Seerosenteich. Fast 80-jährig fängt er an, diesen Garten zu malen und konzentriert sich zuerst auf die exotischen Motive der japanischen Brücke, der japanischen Gewächse, dieses Japonismus. Schließlich macht er etwas, was erstaunlich ist. In diesem doch recht beträchtlichen hohen Alter weicht er von dem Prinzip ab, das Seefeld in seinem Bildausschnitt wiederzugeben. Er rückt an die Motive nah heran. Er rückt so nahe an den Seerosenteich heran, dass der Horizont verschwindet. Wir sehen nur mehr die Spiegelung der Bäume, der Sträucher im Seerosenteich, im Wasser und die auf dem Wasser schwimmenden Seerosen. Damit wird ein Grad der Abstraktion erreicht, auch eine Irritation des Betrachters, die geradezu modern anmutet, viele zu Recht an Jackson Pollock und sein All-Over-Structure des abstrakten Expressionismus erinnert. Was hier Claude Monet in den letzten Jahren seines Lebens macht, ist nichts Geringeres als die Überwindung des Impressionismus und die Erschließung einer ganz modernen Bildstruktur. Damit zählt er, obwohl in einem Greisenalter angekommen, zu den modernsten und zeitgenössischsten Künstlern seiner Zeit.